Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers 4 Age of Extinction Deluxe Class Lockdown. Und ja, Lockdown ist quasi für die, die den Film noch nicht gesehen haben, ohne groß zu spoilern, der Bösewicht in dem Film. Lockdown ist quasi wie eine Art böses Genie, ein Kopfgeldjäger, der auf der Suche ist, ohne zu viel zu spoilern. Ein ziemlich geiles Design hat diese Figur im Fahrzeugmodus. Und im Robotermodus, muss ich sagen, hat sie kleine Schwächen. Ich werde gleich dann natürlich näher dazu eingehen. Jetzt möchte ich euch natürlich erstmal zeigen, was diese Figur einmal alles mit dabei hat. Wir haben einmal hier ganz normal die Anleitung. Dieses typische Age of Extinction. Hier einmal schön groß dargestellt, wie die Figur zu verwandeln ist. Hier in quasi 9 Schritten, sehr interessant. Die Verwandlung ist auch gleichzusetzen, so ziemlich, mit der Verwandlung von der Movie-Line aus dem dritten Teil von Roadbuster, dem Wrecker. Und ja, die Verwandlung ist fast 1:1 gleich. Das ist schon sehr interessant. Und ja, wie gesagt, das ist die Anleitung. Wir haben dann noch mit dabei, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es dann im deutschen Release sein wird, denn ich habe jetzt diese Figur bei Actionfiguren24 gekauft, habe hier die US-amerikanische Version und hier habe ich noch ein kleines Poster mit dabei gehabt, was ich ganz interessant finde. Ich weiß gleich nochmal. Mit dem großen Stomper-Toy von Grimlock und Optimus Prime. Finde ich ziemlich cool. Oben seht ihr groß Optimus Prime drauf reiten und hier den Stomper. Grimlock. Ganz interessant gemacht. Und auf der Rückseite, was ich sehr in der deutschen Toyline vermisse, mittlerweile aber in den USA wieder eingeführt wurde, ein Produktkatalog, was ich auch geil finde. Wir sehen einmal hier den One-Step-Changer Drift, einmal als Helikopter, was ich auch sehr geil finde. Dann einmal Galvatron als One-Step-Changer, dann die Flip-and-Change-Figuren, Grimlock und Optimus Prime, die Power-Battlers Bumblebee und Hound und die Deluxe-Class-Figuren, hier Lockdown und Slash. Ja, und unten haben wir dann natürlich noch so Kleinigkeiten, Battle Masters, das sind Figuren, wo man quasi sich gegenseitig die Fäuste um die Ohren haut mit diesen Figuren. Von Creo hier die Figuren von der Toyline, Only Exclusive by Toys R Us, finde ich auch sehr interessant. Natürlich einiges am Merchandise, Schuhe und so weiter. Und hier einmal die von Shout Factory, die ganzen DVDs hier abgebildet, Beast Wars, Generation 1, 2 und Beast Hunters. Ja, das war wie gesagt so das nette kleine Zubehör, was mit dabei ist. Ich hoffe, hier wird Hasbro natürlich auch einen Produktkatalog mit zufügen, denn es ist einfach toll, wenn man sowas in den Händen hält. Besser als im iPhone oder die Figur hat und fertig. Ja, dann haben wir dann natürlich die typische Packung. Lockdown wird hier im Robotermodus geliefert. Hier sind die Arme, hier der Kopf quasi, hier die große Waffe. Wir sehen einmal hier Lockdown im Fahrzeugmodus. Das durchsichtige, was ich sehr liebe, Transformers-Logo. Und ja, dann auf der Rückseite haben wir wieder das typische Blueprint-Design im Hintergrund. Wir haben Lockdown im Lamborghini-Modus und natürlich einmal im Roboter-Modus. Und innerhalb von 13 Steps steht, hier ist jetzt verwandelbar. Hier ist natürlich auch schon die Gimmicks mit der Waffe mit inklusive. Ansonsten sind es 10 Schritte. Wir haben einmal Drift hier abgebildet und einmal Strafe, die natürlich auch noch als Review folgen werden. Ja, und das war es eigentlich. Groß oben nochmal Lockdown abgebildet. Hier mit einem halb zerstörten Gesicht oder besagt sehr kampflastig mit Kampfspuren. Sehr interessant gemacht. Ist bei dieser Figur nicht vorhanden, aber nun gut. Hier an der Seite haben wir auch nochmal ein Artwork von ihm. Deluxe Generations Class Serie M4 und hier die Figur Nummer 8. So, jetzt kommen wir einfach mal zur Figur. Die Figur hat, wie gesagt, einmal hier wird sie in dem typischen Lamborghini-Modus geliefert. Was ich schade finde bei dieser Figur ist das Farbdesign.
Das Farbdesign selbst ist eigentlich sehr interessant mit diesen metallisch-blau-silberartigen Frontleuchten und hier vorne auch mit dem gelben Symbol, finde ich ganz hübsch. Auch komplett durchsichtige, ringsherum durchsichtige Scheiben, finde ich auch ziemlich geil. Wir kennen es meist bei Hasbro so, dass nur die Vorderseite oder nur die Rückseite durchsichtiges Plastik sind. An der Seite sind feste, bemalte Gläser. Das ist hier nicht so. Das finde ich sehr schön. An der Seite ein Autobot-Symbol, ein Decepticon-Symbol. Was hier nicht mit dabei ist, was ich sehr schade finde, ist einfach so ein bisschen farbliche Gestaltung vom Roboter-Modus, die ich euch aber dann gleich zeige. Was mir nicht gefällt, ist dieser... Ja, ihr seht es hier schon selbst, dieses... Es sieht aus, wenn hier ein Fehler in dem Plastik wäre, in dieser Schmelztechnik. Es ist allerdings ganz glatt, also man spürt es nicht. Es sind halt diese Verformungen hier, man sieht es hier richtig. Finde ich sehr schade. Wie gesagt, es ist ganz glatt, die Oberfläche. Also es ist kein Schaden an der Figur, aber dieses Plastik gefällt mir nicht. Wäre diese Figur komplett silber gewesen, wäre es geiler gewesen in meinen Augen. Hier hat man jetzt, wie gesagt, dieses durchsichtige... Plastik, was irgendwie keine richtige Farbe hat. Es ist eine Mischung aus Bronze, Silber, Gold. Ich kann es nicht richtig sagen. Es ist eine ganz komische Farbe. Was ich sehr schön finde bei dieser Figur, man kann es jetzt leider nicht sehen, hier zwischen diesen Rädern sieht man die Bremsblöcke quasi von dem Auto selbst, was ich ziemlich cool finde. Ich habe jetzt leider keine Lampe hier, um euch das mal näher zu zeigen. Ich versuche es vielleicht mal durch die Lampe ein bisschen besser zu zeigen und ranzuzoomen. Ja, man kann es jetzt nur so ganz leicht sehen. Also man hat hier wirklich orangene Blöcke. Hier, jetzt seht ihr es schön. Man hat richtige Bremsklötze in verschiedenen Farben drin. Und man sieht hier auch richtig ausgeprägt innen drin die... die Bremsscheiben. Also das haben sie echt super gemacht von Details. Also da bin ich echt begeistert, dass Hasbro so etwas mal umsetzt. Im Gegensatz zur Takara-Version. Was schade ist, ist, dass die Felgen auch komplett schwarz sind und nicht silber. Ja, ansonsten hier unten die Lüftungseinschübe sind auch schwarz. Kleine Details hier außen, kleine Verzierung. Ansonsten hinten kein Nummernschild, was ich sehr schade finde. Und hier unten dieser Auspuff ist leider in der gleichen Farbe wie der Rest. Das hätte man vielleicht in Silber machen können. Ansonsten rote Lampen, wie ihr seht. Und ja, die schwarzen Rückleuchten, ich weiß nicht wieso die so angezeigt werden, aber okay. Sie glänzen sehr extrem, was mir auch gefällt, dieses Verspiegelte. Es macht den Anschein, als wenn sie durchsichtig wären. Ja, und unten drunter sehen wir im Groben Lockdowns Kopf. Man sieht hier natürlich auch schön die Verzierung und die Farbgebung. Die Beine sehen wir und ansonsten ist die Figur wirklich sehr gut gestaltet. Ansonsten wird die Figur noch geliefert mit dieser Kanone, die in meinen Augen leider falsch designt wurde. Das ist eigentlich diese Gesichtskanone, die in dem Film quasi aus seinem Kopf ausklappt. Die hat hier hinten wie so eine Art Motorblock noch angesetzt bekommen. Normalerweise fehlt dieser ganze Teil im Film und kann dann auf den Kopf draufgesetzt werden, was ich euch noch zeige, was ziemlich skurril aussieht. Und ansonsten haben wir hier unten zwei Pins und hier oben zwei Löcher. Und dann könnt ihr im Notfall im Fahrzeugmodus diese Waffe noch an Lockdown quasi befestigen und... Ja, so habt ihr eine Waffe. Hier hätte ich es schöner gefunden, wenn dieser ganze Block auf einem Kugelgelenk gewesen wäre und man hätte das Ganze noch runterklappen können. Das wäre wirklich geil gewesen, oder wenn man das Stück hier komplett rausziehen könnte und quasi separieren würde. Das wäre für mich das Nonplusultra gewesen, was diese Figur wirklich mega geil gemacht hätte. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel. Wir klappen einmal hier hinten. Das sind so kleine Pins. Klappen einfach die Rückseite raus, drehen das Ganze so nach außen. Das gleiche hier. Hier ist ein nettes Gimmick drin. Das sind quasi die Schulterpads und hier sind drei kleine Raketen, die auch quasi in dem Film vorhanden sind. Zwar ein wenig verschoben, würde ich fast sagen. Normalerweise sind sie kerzengerade, so wäre es korrekt, aber das geht mit diesem Gelenk irgendwie nicht so ganz. Trotzdem sehr nice.
Ansonsten löst ihr ganz einfach seitlich die Seitentüren raus. Wir sehen schon die Arme. Wie gesagt, sehr simpel. Dann wird es ein bisschen, ein ganz klein bisschen komplizierter. Ihr müsst hier seitlich diese Teile hier unten rausziehen. Ihr habt hier oben wie so ein Pack, der muss hier runtergeschoben werden. So. Das gleiche hier noch einmal. Ich versuche es ein bisschen näher zu zeigen. Einmal hier rum. Ihr seht hier diesen Zacken. Nehmen und einmal runterklappen. Anschließend die Motorhaube nach oben heben. Das Ganze so lösen. Ist eigentlich ganz simpel. So, anschließend müsst ihr hier unten dieses ganze Teil nach oben klappen. So. Ist auch ganz simpel. Wie gesagt, die Transformation so ist eigentlich so ziemlich identisch mit der von Roadbuster aus der Movie 3 Line. Dann dreht ihr hier dieses ganze Teil einmal herum. Dann habt ihr hier den Brustkorb. Der Brustkorb ist auf zwei unterschiedliche Arten einsetzbar. Einmal könnt ihr den Brustkorb entweder so zusammenklappen, was ich auch ganz interessant finde. Oder ihr könnt es originalgetreu machen und könnt diesen Brustkorb unten drunter quasi befestigen, wie es vorgesehen ist. So, würde ich euch sogar eigentlich empfehlen, denn dadurch werden hier oben an der Schulter diese leer stehenden Partien quasi blockiert. Weil wenn ihr es so habt, seht ihr selbst, wäre hier oben alles frei. Das wird quasi so einmal geschlossen. So, anschließend dreht ihr hier einmal die Scheibe so nach innen. So, dreht dieses ganze Teil nach unten. Dreht die Scheibe nach unten, die Motorhaube nach unten. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, Entschuldigung, die Scheibe nach oben. So, jetzt habt ihr es quasi richtig. Jetzt dreht ihr hier dieses ganze Teil einmal so nach oben. Jetzt ist hier unten ein silberner Pack hier. Der wird hier drin befestigt. Das heißt einfach so miteinander verbinden. So. Die Figur fast fertig. Jetzt löst ihr hier die Beine. Dreht es nach vorne. Die Füße. So. Jetzt dreht hier unten die Füße nach oben. Und dreht jetzt eigentlich nur die Arme nach unten. Das heißt die Schultern. Dreht sie nach außen. Dreht jetzt die Hände vorsichtig einmal nach innen. Und dann dreht ihr sie. Das gleiche hier. Gleich nach innen drehen. Und so. Es hat den Grund, wenn ihr es gleich rumdreht, dann hakt es und ihr habt das Risiko, dass ihr hier oben diese Kante rausbrecht. Immer so leicht nach innen und dann drehen. So habt ihr keine Probleme und die Figur hakt nicht. So, und schon haben wir quasi Lockdown fertig verwandelt. So, die Figur, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Es ist eine sehr schöne Figur, die ein kleines Manko im Robotermodus leider hat. Ich muss es ganz ehrlich sagen, sie ist unproportional falsch gestaltet. So, ich zoome mal gerade raus, damit ihr seht. Die Arme sind überdimensional lang und gehen wirklich über die Knie hinaus. Das heißt, wirklich hier fehlen effektiv so knapp einen Zentimeter mindestens an Fußlänge. Das haben sie irgendwie sehr schlecht umgesetzt, denn im Normalfall ist er ein sehr sportlicher, schlanker Jäger, der so eher so ein bulky, falsch designtes Konzept hat. Wenn ihr die Flip-Changer-Version von dieser Figur seht, dann werdet ihr wissen, was ich meine, denn die Figur sieht dort deutlich geiler aus. Jedenfalls von den Beinen. Ansonsten ist diese Figur überproportional geil detailliert. Also ich muss es ganz ehrlich mal sagen. Zweite Manko bei dieser Figur. Die Beine sind an einem Hip Joint. Das heißt, ihr könnt die Beine quasi hier gleichzeitig bewegen, wie ihr seht. Das heißt, an einer parallelen Stange hier unten quasi befestigt. Ja, das macht nicht so viel aus, aber ist trotzdem von der Pose her schon ein bisschen ärgerlich manchmal. Die Knie könnt ihr drehen, anwinkeln, auch relativ weit. Die Füße, wie gesagt, könnt ihr nach unten winkeln. Auch die Hüfte könnt ihr so nach oben drehen. Er hat kein Hüftgelenk in dem Sinne, das heißt, ihr könnt es nicht drehen. Ja, ansonsten, die Posen lassen sich relativ gut einstellen. Die Arme, ganz normales Kugelgelenk. Ihr könnt oben die Ellbogen ganz normal drehen, ihr könnt sie nach oben wickeln, nach unten.
Die Ellenbogen haben auch ein Zweifachgelenk. Das heißt, hier ein Stift, den ihr quasi nach oben, nach unten winkeln könnt und drehen könnt. Quasi wie so ein T-Segment in der Form eines Ts. Ja, sehr interessant. Auch der Arm ist sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Auch wenn er hier quasi so Shellformer-mäßig quasi hier nur eingearbeitet ist und nicht lose ist. Trotzdem sehr schön gemacht. Der Arm selbst ist silber. Was mich hier stört, ist ein bisschen die Schraube, aber gut. Und ansonsten, ja, halt diese Mischfarbe. Die Schultern, wie gesagt, sind auch sehr schön gestaltet. Der Brustkorb ist wirklich ein Meisterwerk, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Und was mir auch sehr gefällt, sind die Details. Wir sehen einmal hier ein kleines Decepticon-Logo. Sehr gut ausgearbeitet. Wirklich absolut filigran. Ihr werdet es vielleicht nicht sehen, aber es ist ja nur knapp 2 mm groß. 2 oder 3 mm. Also wirklich sehr, sehr extrem klein. Und ja, ansonsten hier diese vorderen Scheiben. Sehr schön gemacht. Die Motorhaube selbst, in dem Sinne, die quasi eigentlich hinten ist, ist sehr schön hier rein installiert worden. Finde ich auch gut. Hier unten die Hüfte, auch sehr schön gemacht. Wir sehen auch hier drinnen nochmal diese kleinen Details, auch mit Gelb. Wirklich echt geil. Hier unten die Schenkel quasi mit Silber und mit einer sehr, ja, ich würde sagen, Sunburst Yellow, also wirklich sehr, sehr, sehr grellen goldenen Farbe, die mehr in Richtung Gelbgold geht, haben wir hier nochmal diese Federung. Ansonsten silberner Hintergrund. Und unten die Beine sind auch sehr schön detailliert. Was man jetzt hier an der Kamera nicht so sehr sieht, hier auch noch mit silbernem Hintergrund. Sehr schön gestaltet und halt mit dieser Mischfarbe. Und die Füße selbst unten sind komplett in dieser Mischfarbe ohne Silber an den Komponenten. Hier hätte ich es mir gewünscht, vielleicht, dass hier die Pneumatikteile vielleicht nochmal silber sind, aber das fällt im Licht nicht so wirklich auf. Kommen wir jetzt mal zum Kopf. Der ist sehr schön designt. Erinnert mich so ein bisschen wirklich an einen Totenkopf irgendwie. Aber wie ihr seht, wirklich sehr schön ausgearbeitet. Wir sehen richtig die Lippen. Die Nase sieht aus wie so ein kleiner Totenkopf. Ich versuche mal ein bisschen ranzugehen. Wirklich sehr schön. Man sieht die ganzen Platten. Die Augen echt gut designt. Wir haben hier oben eine Lightpipe-Funktion drin. Die kann ich euch leider jetzt nicht richtig präsentieren. Ich guck's mal. Nicht so ganz. Wir haben, wie gesagt, eine blaue Lightpipe-Funktion hier drin. Die leider nicht ganz so gut umgesetzt ist, weil die Augen viel zu klein sind. Dadurch kommt kaum Licht durch. Und ansonsten könnt ihr den Kopf rumdrehen und meinetwegen, ja, ich würde es vielleicht anmalen oder die Schraube verdecken, wie auch immer. Und dann hat man theoretisch diese Klappe, diese Battle Mask quasi. Müsst ihr hier nur grün anmalen und dann passt es perfekt. Ja, und ansonsten, wie ich schon sagte, hat die Figur ein kleines nettes Gimmick. So, machen wir wieder raus. Diese Waffe kann eben hier, haben wir oben einen kleinen Schlitz und an der Waffe hier ebenso. Da kann diese Waffe einmal hier befestigt werden. Drückt einfach die Figur dran und schon ist quasi das Gesicht quasi fertig transformiert. So. Ansonsten könnt ihr die Waffe natürlich ihm auch noch an die Hand geben. So, und natürlich hat er hier auch diese kleinen Pins, mit der kann er die Waffe natürlich auch noch schön halten. Also sieht wirklich gut aus. Und diese Waffe hat natürlich noch eine kleine Rakete, die könnt ihr auch relativ weit schießen. Also die hat schon einen ordentlichen Wumms drauf. Und nur das Reinstecken geht ein bisschen schwieriger. Dazu zieht ihr einfach die Waffe wieder ein Stück raus. Und dann könnt ihr diese Rakete einwandfrei daran befestigen. So. Ja, wie gesagt, die Waffe lässt sich sehr gut so in die Hand nehmen. Könnt ihr hier so miteinander befestigen. Und die Figur, finde ich, sieht sogar sehr militant aus, wenn er die Waffe so hält. Und es gefällt mir fast besser als die Version, wenn sie auf dem Kopf befestigt ist. Und ja, es hat was. Alles in allem ist das eine sehr schöne Figur. Im Fahrzeugmodus gebe ich hier der Figur volle 10 Punkte. Im Robotermodus auch volle 10 Punkte. Volle 10 Punkte von Details. Alles super geil gemacht.
kleine Schwächen, wie gesagt, in der Beinlänge und vielleicht in dieser Motorblock an der Waffe. Der hätte nicht sein müssen, aber da kann man ja ein bisschen rumbasteln, das ist ja kein Problem. Vorteil daran ist, falls jemand das machen möchte und es originalgetreu zum Film ändern will, diese Waffe hat hier hinten zwei Pins. Der eine kommt in den Kopf, der andere stabilisiert die Waffe. Das heißt, der Kopf ist quasi nur hier vorne drin und hier kann es abcutten und dann hat man quasi die Originalwaffe wie im Film, wem das so nicht gefällt. Problem dabei ist dann nur, wie gesagt, die Figur kann nicht mehr die Waffe in der Hand halten. Ansonsten sehr, sehr nice. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder weiterempfehlen würdet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rexford.